Hallöchen und herzlich willkommen zu Part 11 von Zenith oder Zenit oder wie auch immer. Und ja, wir sind im letzten Part hier im Gasthaus gelandet. Gibt es hier eigentlich einen Speicherpunkt oder irgendwas ähnliches? Kann ich hier... Gut, ich könnte mit verschiedensten Leuten noch interagieren. Das machen wir natürlich noch. Gucken wir mal, was hier los ist. So, was ist mit dir hier? Oh, ich hoffe, die Homogenie will den begrabenen Konflikt nicht wirklich wieder aufleben lassen. Den konnten wir schon zu Kaiserzeit nicht standhalten. Oh, okay. Oh, ich bin hier der Schmied. Die Kanzlerin ist großartig. Ohne sie gäbe es die Phönix-Koalition gar nicht erst. Okay. Boah, kennt ihr die Geschichte des heiligen Elefanten von Thermaros? Nö. Kann ich dich wieder anquatschen? Hey, schöner Schal. Okay. Ach, Schrumpf. Am besten lasse ich euch in Ruhe. Nicht alle Orks arbeiten für Grindo, aber es ist nie eine gute Idee, sie beim Essen zu unterbrechen. Was, wenn ich das wieder mache? Ja, ne, da musst du immer noch in Ruhe lassen. Was mit dem Typ hier? Hallo? Oh, ne, alles klar. Ich muss sie in Ruhe lassen. Was mit ihr hier? Jo, alles klar. Passiert doch relativ wenig. Die Magier des Infignons sind ein Haufen Verrückter. Ja, die haben das Spiel hier produziert. Die die gottverdammten Infignon-Magier haben fast die Welt zerstört. Warum lassen sie die Koalition? Sie hätten zusammen mit dem Imperium verschwinden sollen. Jo, alles klar. Nö, da gehen wir in unser Zimmer. Da passiert jetzt relativ wenig. Und ich will weiter Damage machen und so weiter. Jo. Aber im Moment werde ich dann noch aufgehalten von ein paar Stühlen. Achso, wir könnten hier noch ein Bier trinken, oder? Das machen wir mal. Ein Bier. Ich brauche einen Trink. Oh, bitte sehr. Alles klar. Aber werde ich dann, kriege ich vielleicht von mal voll Lebenspunkt oder so. Das könnte sein. Nee, auch nicht. Na, dann knallen wir uns jetzt einfach mal die Hütte voll. Vielleicht bringt das. Ich brauche noch einen Drink. Wir machen jetzt mal einfach. Wir trinken mal 4-5 Stück. Keine Ahnung, ob das irgendwas bringt oder verändert oder was auch immer. Oder ob das einfach nur Geldverschwendung ist. Keine Ahnung. Ich brauche einen Drink. Bitte sehr. So, jetzt haben wir 3 Stück da gesoffen. Nee, es bringt anscheinend nichts. Gut, alles klar, weiter geht's. So, da gehen wir mal hoch. So, ab in mein Zimmer. Dann kann ich die belauschen. Oh, da geht's so ab. Da kann ich wahrscheinlich nicht rein. Entschuldigung. Wirtshausangestellter. Hau ab! Was mit dem? Verschlossen. Nee, mit dem. Entschuldigung. Hau ab! Alles klar, wir müssen abhauen. So, jetzt sind wir in unserem Zimmerchen. Stimmen im Hintergrund. Ich höre nebenan Stimmen. Ich glaube, das sind sie. Vielleicht kann ich sie irgendwie ausspionieren. So, zuerst speichern wir jetzt mal. Speicherpunkt ist nie schlecht. So, was haben wir hier? Nix. Wie könnte ich sie ausspionieren? Im Bett oder was? Das würde ich liebend gern tun, aber ich muss erst herausfinden, was die Bande nebenan vorhat. Jo. Einfach hier hinstellen oder was? Oder ist es jetzt... ach so, jetzt kann ich hier durch. Okay, wenn ich mich hier hinstelle. Ah, okay. Aha, mal sehen. Morgen probieren wir die Tür nochmal. Wir stehen kurz davor, das Chapter zu finden. Das wird das Unerwartete nicht erwarten. Achso, das wird das Unerwartete nicht erwarten, doch. Warte mal, wäre das nicht ironisch? Es wäre ironisch, oder? Bevor wir weitermachen, muss ich euch allen etwas sagen über meine Vergangenheit. Ich habe vorher bei Final Fantasy mitgemacht. Wenn du wieder damit anfängst, dass du in einer Stadt aus Träumen gelebt hast, hau ich dir eine rein, das schwöre ich dir bei Temperus. Aber es stimmt, ich war berühmt und dann kam diese gigantische schwebende Wahlding und zerstörte alles. Du solltest wirklich aufhören, diesen Mist zu trinken. Kein Wunder, dass dich deine Freundin verlassen hat. Boah, lala. Was? Kein Grund, so gemein zu werden. Du machst die Stimmung kaputt. Eure Geschichte über eure tragische Vergangenheit ist schon okay. Bei den ersten 6 Malen. Wir müssen uns konzentrieren.
Wir kämpfen hier gegen das Unerwartete. Es ist ernst. Ich erwarte... Keine Ahnung, was ich erwarte. Ganz ruhig. Du wirst schon sehen, wir werden dem einen schönen Dritten den Hintern verpassen. Das ist unsere Halt die Klappe! Ich habe euch angeheuert, weil ihr euch alle als Abenteurer bezeichnet habt. Und das bekomme ich. Und was bekomme ich? Einen Idioten, einen Exploristen und einen sorry, Claude. Ich weiß eigentlich nicht viel über dich. Meine tragische Vergangenheit ist ganz cool. Mit einer Wendung am Schluss. Ich war früher ein Soldat. Oh, warum schreist du denn plötzlich? Erzähl uns eine Geschichte, Claude. Ich will sie unbedingt hören. Ach, zur Hölle damit. Ich gehe runter und genehmige mir ein Glas Wein. Oder vielleicht etwas Rattengift. Alles ist besser als das hier. Oleg, ist das geil. Oh Mann, die haben sie echt komplett nicht mehr alle. Hey, was war das für Idioten? Aber das blauhaarige Mädchen, sie hört sich etwas kompetenter an. Ich sollte mich mit ihr unterhalten, herausfinden, wie sie so weit gekommen ist. Alter Schwede, was für Idioten. Richtig geil. Achso, jetzt trinkt die hier an der Bar ein, oder was? Wo ist denn die? Sitzt sie irgendwo da hinten rum? Ja, war klar. Immer ganz hinten müssen die sich hinsetzen. Hey, darf ich mich zu dir setzen? Komm drauf an, was du vom... was? Willst du mit mir auch über deine tragische Vergangenheit vorheulen? Meine tragische Vergangenheit kümmert mich nicht. Wir sollten uns vielmehr um die tragische Zukunft sorgen. Oh, du hältst mich wohl für ganz lustig, oder? Also, du hältst dich wohl für ganz lustig, oder? Zumindest besser als den Trauerfeind da oben. Sicher, setz dich, Alter. Warte mal, du bist... Ja, ich setz dich. Freut mich, dass du überlebt hast. Lass uns darauf anstoßen. Mein Name ist Alana. Ich bin Argus Wendell. Also, was führt dich hierher, Alana? Oh, meine Geschichte ist sehr traurig. Die willst du sicher nicht hören. Doch, klar. Mich stoßen Geschichten über tragische Vergangenheit nicht so sehr ab wie dich. Nun ja, ich stamme aus einer armen Familie. Wir waren friedfertige Leute und haben uns... um unsere Angelegenheiten gekümmert, als ich plötzlich von einer bösen Hexe verflucht wurde. Einfach so? Warum sollte irgendwer so etwas tun? Ah, Neid. Meine Schönheit oder so. Echt, typische Hexen? Es war eine weibliche Hexe, oder? Aber auch die männlichen können ziemlich selbstverliebt sein. Einmal kam der eine zu mir mit den weißen Haaren. Nee. Oh, nee. Typische Hexen. Es war eine weibliche Hexe, oder? Aber auch die männlichen können ziemlich selbstverliebt sein. Einmal kam der eine zu mir mit den weißen Haaren, interessierte sich für meine Haarspülung, mehr für Haarspülung als für Zaubertränke und Verhütungsmittel. Davon hat er auch Was? Was? Naja, ich kann mich nicht, eine Frau. Sie war eine Frau, okay. Auf jeden Fall hat sie mir das genommen. Was mir am liebsten bedeutete, was mir am meisten bedeutete, die Fähigkeit zu lieben. Wirklich? Das ist ja super. Das war doch eine Anspielung auf den Hexer, oder? Verhütungsmittel und, das Haar, was bei ihm immer so perfekt aussieht. Das ist ehrlich gesagt nicht die Reaktion, auf die ich gehofft hätte. Echt? Aber doch klar, denke nur an all die Zeit, die du an, Herzschmerz sparen und der du dich auf deine Karriere konzentrieren kannst. Die Welt liegt dir zu Füßen. Die Sache ist, dass ich das Zepter des Urteils brauche, um den Fluch aufzuheben. Aber ich glaube, dass es ein großer Magier vor 3 Jahren nach dem erbitterten Widerstand in einer Bergruine versteckt hat. Wenn ich es nur berühren könnte, würde der Fluch aufgehoben werden und ich könnte wieder lieben. Es ist wirklich schade, dass ich nicht lieben kann. Ich glaube, du wärst genau mein Typ, weißt du? Ach so, das ist die Frau mit den blauen Haaren am Anfang vom Titelbild. Fällt mir jetzt erstmal auf. Jo, kann man ja mal vergessen. Ach so, du meinst, du könntest dich in mich verlieben, wenn du den Fluch aufheben könntest? Sehr wahrscheinlich. Weißt du, ich habe mich in letzter Zeit so einsam gefühlt. Dann ist heute dein Glückstag, denn ich bin der Magier, der das Zepter in der Ruine versteckt hat. Schluck? Wirklich?
Ja, und ich werde dich dorthin bringen, damit du den Fluch aufheben kannst, aber nur dich allein. Ich kann nicht die einfach jedem erlauben, an das Zepter zu gelangen. Vielen Dank, mächtiger, schöner Meister. Ich kann es gar nicht abwarten, wieder lieben zu können. Ich muss mich jetzt ausruhen. Wir sehen uns morgen am Ausgang. Gute Nacht, Alana. Alter, nee, ist das so geil. Ich könnte das die ganze Zeit weiterzocken. Es ist einfach so mega geil. Armes Mädchen, nun morgen gibt es Arbeit zu tun. Ich sollte mich also hinlegen. Jo, dann machen wir das doch mal. So, laufen wir mal da hoch. Und der Hexer hat auch noch seine Anspielung bekommen. Der mit dem weißen Haar, das ist echt so geil. Oh, was ist da los? Können wir da jetzt rein? Verschlossen. Nö, die machen da Party. Sind das nicht die Orks, die mich eigentlich suchen? Könnte sein, oder? Auch egal. Kann ich da jetzt rein? Was ist das auch noch verschlossen? Ja, ist auch noch verschlossen. Die werden da weiter Trübsal blasen. Wir werden mal speichern auf Slot 2. Jo, warum nicht? Und gehen dann mal pennen. Schlaf doch nicht. Doch, wir schlafen. Ah, ein warmes Bett nach so einem Tag. Pure Wonne. Da freue ich mich nachher auch drauf. Ein bisschen chillen vorm Kamin. Wird bestimmt geil. Heute ist nämlich ein schöner, kalter Tag. Oh, was ist jetzt los? Achso, sind wir jetzt... Hä? Was ist das? Was geht da ab? Was machen die da? Oh, scheiße. Wird das halten? Hä? Das bezweifle ich. Was haben wir getan? Was ist das für ein Ding? Ich habe auch keine Ahnung, Argus. Selbst die Kriterion, selbst sie hat das nicht erwartet. Wir müssen hier raus. Aber die anderen... Du hast doch gesehen, was mit den anderen passiert ist. Wir werden wie sie enden, wenn wir zurückgehen. Bleib stark, mein Freund. Lass uns rausgehen und sehen, wie es dort aussieht. Komm schon. Was ist das jetzt? Am besten fasse ich dieses Siegel nicht an. Dann laufen wir raus. Was ist das jetzt, ein Traum oder... Auf mein Zeichen, jetzt. Scheint irgendein Traum. Irgendwas haben wir da verbockt. Los geht's. Jetzt haben wir irgendeinen Mist geträumt wahrscheinlich. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was da jetzt abging. Oder ist das in Zukunft? Vergangenheitsding? Also wenn, dann eher Vergangenheit. Na gut, es kann alles sein. Ach du Scheiße. Was zur Hölle? Ist das ein Portal? Achso, da unten sind irgendwelche Viecher. Unglaublich. Das ist, was? Das wir in diesen Ruinen gefunden haben. Unser Gast muss es geöffnet haben. Was sind das für Kreaturen, die da rauskommen? Ich habe keine Ahnung, aber die Armee scheint machtlos gegen sie zu sein. Dann los, wir müssen das Ding schließen. Wir wissen doch nicht einmal, wie es geöffnet wurde. Wie sollen wir es denn wieder schließen? Okay, wir schließen es nicht. Wir jagen es einfach in die Luft mit dem traumatischen Projektor. Diese Monstruität? Brecker war einer der Verantwortlichen des Projekts. Das bedeutet, es kann alles passieren. Oh, okay. Ein Versuch kann nicht schaden. Theoretisch kann er das. Und zwar sehr, aber ich sehe keinen anderen Ausweg. Los. Jo, dann machen wir das mal. Gehe zum traumatischen Protektor. Oder, ja, Projektor. Ist das jetzt auch? Ja, ich kann hier jetzt weiter kämpfen, okay. Ist immer interessant, aber ich kriege hier jetzt keine EP, oder? Was ist das jetzt hier? Oh, hier dürfte es jetzt keine EP geben, nehme ich mal an. Komisch. Oh, Alter, die Dinger da sind ja mal mega schnell. Oh, da wird das alles mal ein bisschen schwerer. Ist ja mal geil. Alter, was geht denn hier ab? Ja gut, aber die halten nicht viel aus. Kriege ich Erfahrungspunkte oder kriege ich keine? Keine Ahnung. Aber es macht Laune auf jeden Fall. Bumm, die Luft gesprengt. Interessiert aber keinen. Ah, da kommen schon die Nächsten. Ich gehe mal in den Nahkampf. Ja doch, jetzt ziehen wir schon Lebenspunkte ab. Kriege ich Erfahrungspunkte? Keine Ahnung, eher nicht, oder? So wie ich die Sache das sehe. Ich gucke jetzt oben nur auf den Balken. Nö, ich kriege gar nichts. Kann da nur fehlen, sozusagen, oder was? Was soll das jetzt? Oh, da unten geht's aber mega ab, oder? Was geht denn da unten ab? Alter Schwede, ja, ich kann auch nichts looten. Doch, ich kann looten. Oh, keine Ahnung. Gucken wir mal gerade hier rein. 425 Gold. Kann man sich zumindest mal das merken. Was ist jetzt los? Los! Beweg dich schon, verdammt! Brecker! Argus, Mordi, was ist los? Ist das eine Homogenie-Attacke? Nein. Nein.
Es hat was mit unserem Projekt zu tun. Was? Das Zepter? Wie? Keine Zeit, wir müssen den taumatischen Projektor benutzen, um das Portal in die Luft zu jagen. Und was denkst du, was ich gerade versuche? Von hier sieht es aus, als ob du einen Elefanten von hinten anschreien würdest. Oh, hat der die Wunde schon immer? Ist mir gerade mal aufgefallen. Keine Ahnung. Dieser Faulpelz trägt die Munition. Ich muss sie auf den taumatischen Projektor bringen, damit ich sie zum Abfeuern vorbereiten kann. Aber er bewegt sich nicht. Mal sehen, ob ich ein Feuerball von hinten ihn motiviert. Ja, dann mach mal. Ach so, okay. Muss ich das jetzt machen? Wird ja immer heftiger hier. Bumm. Komm, gib Gas, Elefant. Ah, da. Es überrascht mich, dass du nicht vorher zur Gewalt gegriffen hast, wenn man bedenkt, dass du Massenvernichtungswaffen entwickelst. Eine Waffe, die wir benutzen werden, um das von hier verursachte Chaos wieder in Ordnung zu bringen. Oh ja. Und wer hat mich dazu überredet, dieses Chaos überhaupt erst zu veranstalten? Willst du das jetzt wirklich diskutieren? Das besprechen wir später. Lass uns nach deiner Methode machen. Also weiter nach deiner Methode machen. So, immer schön in der Arsch. Feuer frei. Ja, da unten geht's massiv ab. So, Elefant, gib Gas. Komm, nicht bremsen. Immer schön weiter. Eigentlich grafisch ganz cool gemacht, so der Hintergrund hier, also ist in Ordnung. Ist nicht der Ultra-Burner, ist schon klar. Haben wir ganz witzig gemacht. Ja, da unten kloppen die sich mal ordentlich. So, ab aufs Portal, ballern bitte. Endlich, und jetzt? Jetzt laden wir, oh nein! Was? Der Massenanker, er fehlt! Spart dir dein melancholisches Gelaber und sprich Klartext. Der Massenschwerpunkt zur Beschleunigung der Munition fehlt. Er ist nicht hier. Vielleicht haben sie ihn zum Schweißer gebracht, um Änderungen vorzunehmen. Und was heißt das jetzt? Man kann den Projekt nur nicht ohne den Massenanker abfeuern. Das ist eine riesige Stahlkugel. Dann beschwöre stattdessen einen Felsklotz herauf. Ich dachte, du bist hier der Magier. Das ist nicht so einfach. Man kann nicht einfach Material in den Protektor zaubern. Projektor zaubern. Es würde zu einer Sequenz von. Es würde explodieren. Und was sollen wir jetzt nun machen? Erzähl mir jetzt nicht, dass wir diesen ganzen Unsinn umsonst gemacht haben. Doch. Ich weiß nicht. Gib mir 5 Minuten. Leute, ich habe eine Idee. Oh, nee, was? Kapitän Fellendier, wer ist das jetzt? Generell in Schwarzwind. Keine Ahnung, wer da überhaupt wer ist. Wir können sie am Portal nicht länger zurückhalten. Es sind zu viele. Ach, die da? Wir müssen die Königsfamilie evakuieren. Gibt es Neuigkeiten vom Kaiser? Niemand hat ihn gesehen, seitdem er das Zepter ins Infineon-Gebäude gebracht hat. Oh, verdammte Magier und ihre Rituale. Ich wette, das ist alles ihre Schuld. Wie konnten sie das nur tun? Warum? Ich weiß nicht. Aber man weiß ja sowieso nie, was diese Verrückten als nächstes anstellen. Nein, das ist jetzt nicht wahr. Was zur Hölle? Jetzt frage ich mich auch. Alter. Ich kann nicht glauben, dass wir gerade einen Elefanten in die Spitze der modernsten Bewaffnung geladen haben. Du wolltest einen großen Massenanker, also habe ich einen besorgt. Du wolltest einen großen Massenanker, also habe ich einen besorgt. Und soweit läuft es doch ganz gut. Kritische Warnung, unstabiler Massenanker. Soll das passieren? Sein Plan bedeutet kritische Warnung, dass etwas richtig läuft. Es muss ein Sicherheitsprotokoll geben. Sicher, es gibt einen einfachen 3-Schritte-Protokoll. Gut zu wissen, was müssen wir tun? Ducken. Ducken, Deckung und bete zu Temperus. Sie planen doch sicher nicht. Doch, das tun sie. Oh, <nee. lacht> Och, Jo, ist das so bitter. Tierschutz. Tierschutz mal anders. Ich habe alles Mögliche schon gesehen. Halt die Klappe! Ich will doch nicht mal wissen, wer oder warum. Aber das Portal ist geschlossen. Nutze die Zeit, um Prinzessin Cinderia zu finden und evakuiere sie. Los!
Sofort. Was war das? Also, das Portal ist geschlossen. Ich gebe als erstes zu, dass das nicht so gelaufen ist, wie ich erwartet hatte. Aber wir haben die Stadt gerettet. Wir haben eine Katastrophe verhindert. Der Elefant sieht das sicher anders. Ja, stimmt, stimmt. Ich bin mir sicher, dass er jetzt im Massenankerhimmel lebt. Oder ist. Und froh, dass er sein Leben für seinen größeren Zweck hergegeben hat. Becker? Was? Du und deine verrückten Ideen. Weißt du, was es gekostet hat, diese Waffe zu bauen? Ich hätte es besser wissen sollen, als auf einen blöden Ruinenplünderer zu hören. Oh, jetzt geht die Leier schon wieder los. Mrs. Karriereleiter und ihre erhabene Art. Beruhigt euch, ihr zwei. Außerdem hatten wir hier kaum eine Wahl, Brecker. Immer der Pragmatist. Oh, was ist jetzt los? Was geht jetzt ab? Oh. Hä? Oh nein. Was ist das? Er war der Kaiser. Was? Er macht etwas. Gut beobachtet, Brecker. Zur Hölle mit dir. Aufgepasst. Was geht denn hier ab? Was soll das? Was geht denn hier ab? Ist das Dragon Ball jetzt oder was? Was ist hier los? Jo. Das ist doch ein Albtraum, oder? Ein Albtraum? Oh nein! Was haben wir in diese Welt gebracht, Mordecai? Ich weiß nicht. Aber wir haben jetzt keine Zeit, um darüber nachzudenken. Oh, Alter. Nein! Lügner. Es war das Richtige. Feigling. Denkst du, dass es mir leicht gefallen ist, diese Last zu tragen? Verräter! Jo. Oh, das war mal, glaube ich, ein schöner Traum. Alter Schwede, was ging dabei ab? Erstens, es war lustig. Zweitens, es war bekloppt. Drittens, keine Ahnung, was das... Nee, das war doch ein Traum, ne? Das ist man's doch einig. Komm, werd wach und dann geh mal raus. Dann hat sich die Sache hier erledigt. Ich würde ganz gerne noch abspeichern. Wäre ganz witzig. Habe ich so das Gefühl. Hallo? Ich hatte keine Wahl. Seufz. War ja klar, dass das ein Traum ist. Konzentriere dich, Argus. Was getan ist, ist getan. Geh in die Bergruinen im Norden. Ja, nö, da hat sich das ja erledigt. Und da würde ich sagen, speichere ich an der Stelle mal und mach dann mal für heute Schluss. Speichere mal gerade mal so ein bisschen doppelt, dreifach, vierfach. So, fertig. Ja. Und dann machen wir an der Stelle im nächsten Part weiter. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Es war ja ganz witzig bis jetzt, das Spiel. Und ja, ich denke und hoffe, ihr freut euch auch, wenn es dann wieder weitergeht. Und ja, habt einen schönen Tag. Lasst gerne ein Like, Abo, Kommentar da. Ich freue mich immer, was von euch zu hören, auch bei Facebook und Twitter. Ja, und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann, habt einen schönen Tag, haut rein. Ciao.